Yippie-Yay-Yo, wir sind immer noch auf dem Intel-Stand. Sascha für netbooknews.de und wir schauen uns Alterbooks an, die ehrlich gesagt überhaupt keine Alterbooks mehr sind. Und ich frage mich langsam, warum Intel da nicht mal ein paar Limitationen setzt, weil so macht das einfach keinen Sinn mehr mit der Alterbook-Kategorie. Das ist das Dell Inspiron 14Z, ist ein 14-Inch-Gerät mit einer Auflösung von 1366x768, hat 4 GB RAM, 500 GB Festplatte, großes schicke Keyboard, seht ihr schon, riesengroßes Trackpad mit separierten Mausbuttons. Hier noch so ein paar lustige Knöpfe, lass uns die mal klicken. Dell Instant Launch Manager, interessant. Aber wenn wir hier mal auf die Seite rumkommen, dann seht ihr, dass das das erste Ultrabook ist, was auch ein optisches Laufwerk hat. Sehr interessant. USB 2.0, Anschluss fürs Headset. Ein 4-in-1-Card-Reader haben wir hier. Auf der Seite ein Anschluss für euer Netzteil. Dahinter ist nochmal ein USB-HDMI-Ausgang. Und da ist sogar noch ein Kensington Keylog eingebaut. Ja, ich weiß nicht, was es genau sein soll hier. Es ist groß, es ist dick, es wiegt 2,37 Kilogramm. Und von daher ist das Dell Inspiron 14Z überhaupt noch ein Ultrabook? Entscheidet ihr das einfach mal. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.